Und dann geht das Ganze auch gleich nahtlos weiter. Wir kommen dann zum zweiten Teil zu den Blood Marks. Hier jetzt direkt nachdem wir die anderen verfolgt haben, also ein 2 gegen 2, da laufen sie dann lieber weg, wie üblich halt. Dann werden wir jetzt hier das Camp einnehmen. Dann seht ihr auch gleich mal, wie schnell das Ganze dann wirklich geht. Ich meine, wir sind jetzt zu zweit. Das eine ist ein Templar. Der macht jetzt nicht so krass viel Schaden. Krittet zwar ganz gut, aber wenn man mal hier sieht, ja, 2 bis 3 Sekunden, dann ist das Camp weg. Und jetzt haben die ganzen Asmos, die da noch ihre Quest gerade versuchen zu machen, Arschkarte. Und jetzt dauert das Ganze natürlich ein bisschen, bis sie das alles mitbekommen. Und jetzt sieht man hier auch ein paar, ja, nicht unbedingt überragende PvP-Szenen, aber schon mal ein bisschen was, wo man sich dann da auch drauf einstellen kann. Der ganze Posten wird natürlich jetzt hier erstmal noch ein bisschen belagert. Da sieht man jetzt schon, dass ich die Daily fertig habe, ist dann in jedem Camp immer mit einem Stern gekennzeichnet. Was ich in den nachfolgenden Szenen besonders schön finde, ist zu sehen, wie wenig Schaden, in Anführungsstrichen natürlich nur, also das sind jetzt ja nicht sonderlich hochgequipte Leute hier, magische Klassen jetzt machen im PvP. Zumindest an mir, weil ich ja jetzt das Bloodmark-Zeug voll habe. Und zwar geben die ganzen Bloodmark-Accessoires ja deutlich mehr Suppression als die ganzen alten Sachen. Könnt ihr euch dann am besten auf Facebook mal angucken. Das finde ich schon ganz nett. Und wenn man natürlich als Gunner dann nicht beachtet wird, dann kann man da ordentlich was an, ja, Damage raushauen. Also wirklich zu empfehlen, ein Gunner, wenn ihr ihn seht, einfach kurz weghauen. Er hat nicht unbedingt viel zur Verteidigung. Er kann einmal weghüpfen, wie jetzt hier gerade gesehen, kann sich dann für ein paar Sekunden Schild geben und einmal ausweichen. Und das war's dann auch schon. Viel mehr kann der dann nicht machen. Deswegen einfach kurz auf den switchen, ballert ihn einmal um. Ansonsten kann der durch diese ganzen beschissenen Stunts und so weiter da so viel, ja, für Unruhe sorgen, solange er trifft. Wenn es natürlich irgendwer ist mit Emres, wie man es hier auch schon sieht, renne ich da einfach so durch, kriege kaum was an Schaden. Um den Gang zu Ende zu bringen, wenn es dann natürlich irgendwer auf Emres ist, dann sieht das Ganze schon anders aus. So, dann hier geht es immer noch weiter. Ich wollte eigentlich kurz mal die Quests annehmen, um mal zu schauen, dass ich ein paar Mobs bekomme. Weil das Praktische ist, wenn man so ein Camp eingenommen hat, dann ist das eine exakte Zeit, die es dauert. Ich weiß leider nicht genau, wie lange, ich habe das nicht gestoppt, bis die ersten Mobs auftauchen. Welche das sind, das ist natürlich von Camp zu Camp wieder unterschiedlich. Aber das Schöne ist, dass dann auch nach einer kurzen Zeit der komplette, ja, Pulk in der Mitte dann auch spawnt. Da hat man dann gleich mal die Chance, die gesamte Quest in ein paar Sekunden fertig zu machen. Und das sollte man dann auch nutzen. So, jetzt hier auch wieder ein bisschen Gewusel. Den Clery hat man gerade schon gesehen, hat es gut zerfetzt. Hier sieht man jetzt eine Fluchwolke, eine unglaublich mächtige. Da sieht man dann auch die Suppression, die ich wirklich habe. Also ich habe als Lederklasse jetzt im Moment 1600, glaube ich, Magic Suppression. Und das ist deutlich mehr als vorher. Und das wird halt auch mit den Platte-Klassen durch die Accessoires deutlich hochgehen. So, dann fülle ich einmal noch kurz das Mana auf jetzt gerade. Das geht natürlich immer noch. Man sieht immer noch, ich habe keinen einzigen Mana-Pot in meiner Leiste drin. Braucht man auch nicht wirklich, wenn man ein bisschen darauf achtet. Und nehmen mal die Quests an und dann wird man auch gleich sehen, dass da wirklich, wie ich schon gesagt hatte, das gesamte Camp schon dasteht und wartet auf uns. Die Baloe wurden natürlich von den Asmus auch mit abgefahren. Das war vermutlich auch der Grund, warum die noch hier waren. Die ziehen dann jetzt auch Leine und können wir uns hier dem Camp widmen. Leider klappt es nicht ganz, dass ich da alles bekomme. Dafür sind hier einfach zu viele Leute. Aber immerhin 3 von 5 und das ist ja schon mal ein Anfang. Und dann, ja, geht das Ganze wieder weiter. Blöd rumwarten. Der Vollständigkeit halber zeige ich hier mal auf jeden Fall noch ein Veteranencamp. Da steht auch der Captain rum. Ist natürlich auch eine Elite. Genauso die Mobs, die hier rumlaufen. Die ganzen Nahkämpfer sind eigentlich gar nicht so interessant. Da vorne steht ein Fernkämpfer, der Supervisor. Ja, den müsste man beachten. Den sollte man nicht unbedingt enden, der macht dann schon ein bisschen Schaden. Genauso die Sentries, also die Bogenschützen.
Ansonsten aber auch das Camp wirklich mit ein bis zwei Leuten easy einnehmbar, wenn man, naja, kurzen Moment mal Ruhe hat vor irgendwelchen PvP-Attacken. Und das Praktische an so einem Veteranencamp ist, dass hier nicht nur diese normalen Mobs rumstehen, sondern auch die Mobs, die man hier töten muss für die Quest, Elite sind. Zumindest die meisten davon. Und die stehen sehr häufig da, außer natürlich an diesen wirklichen Rush-Hour-Tagen, Mittwoch, Donnerstag vielleicht noch. Ansonsten sind diese Camps immer recht gut gefüllt, weil da nicht einfach mal einer vorbeigeht und mal so ein Vieh killt, sondern das dann schon nur Gruppen machen. Speziell die Fernkämpfer, die hauen nämlich auch wirklich einiges an Schaden raus, vor allem die Gunner. Die Sentries gar nicht mal so unbedingt, aber die Gunner sind schon echt übel. Vor allem machen die auch AOE-Schaden. So, ansonsten die ganzen Elite natürlich relativ easy zu machen. Der Gunner hat natürlich leider nur einen Slow und der muss aufladen. Den benutze ich jetzt auch relativ selten. Ich stun den Gegner einfach lieber. Und jetzt in dem Fall ist natürlich hier ein Hunter mit dabei, dann braucht man das Ganze sowieso nicht. So, ansonsten, ja, Schema F, einfach Mob töten, fünfmal und dann war es das Ganze da damit auch. Und das dann natürlich bei den Balaur und bei den Asmo-Mobs. So, ich gehe dann gleich nochmal in die anderen Camps und zeige da mal ein bisschen was zu. Hier jetzt zum Beispiel gibt es die neuen Balaur-Mats. Ich werde nicht alle Camps vorstellen, sondern nur das, was so an interessanten Sachen aufgefallen ist. Und einiges müsst ihr euch dann noch selber erarbeiten. Ich möchte natürlich nicht alles vorwegnehmen. Die Waffen natürlich sehr, sehr stark. Aber auch schweineteuer. Man sieht das schon an den ganzen Mats. Hier gibt es dann natürlich auch die Accessoires und neue Kochrezepte und, und. Im nächsten Camp gibt es dann hier wieder so einen Trader, bei dem man sich irgendwelchen Ether holen kann. Und das, was ich schon angesprochen hatte, das ist jetzt Starlit Grove. Hier gibt es auch die Bloodmark Skills. Da sieht man schon, ein Skill kostet 40 Bloodmarks, also zwei Camps. Es sollte kein Thema sein. Man kann die Dinge auch verkaufen, beziehungsweise dann halt kaufen, wenn man die Bloodmarks dafür nicht ausgeben möchte. Warum man die Bloodmarks eventuell gerne behalten möchte, komme ich auch gleich noch zu. Denn das Ganze ist natürlich, es werden sich einige fragen, warum stellt er das so lang vor? Weil man diese Bloodmark-Sachen natürlich nicht nur dissen kann, sondern man kann sie auch umtauschen, und zwar gegen AP. Und jetzt sieht man hier gleich, das sind jetzt leider nicht die Sachen, die ich gekauft habe. Das ist hier Persistent-Kram. Und da sieht man schon, was ich habe. Der Persistent-Kram, ich weiß leider noch nicht, wo man es bekommt. Eventuell reiche ich es noch nach. Ansonsten muss ich da dann auch ja, ohne das Wissen rangehen. Auf jeden Fall kann man das für deutlich mehr AP eintauschen als den Kram, den ich jetzt gekauft habe. Und das lohnt sich dann schon, da so, für so eine Waffe einfach mal über 200k AP zu bekommen. Und wenn man dann bedenkt, dass man da pro Woche drei Waffen bekommt, dann ist das schon einiges mit, ja, so sage ich mal, knappen 700k AP, die man allein für den Kram bekommt. Oder natürlich auch einfach dissbar. Das bleibt ja jedem selbst überlassen. Und wie man hier schon sieht, haben die Persistent-Sachen wirklich genau die gleichen Werte. Was auch noch ganz interessant ist, sieht man jetzt gleich im nächsten Camp. Es gibt in einigen Camps die Möglichkeit, die AP-Stigmen und AP-Rüstung und so weiter deutlich günstiger zu bekommen, als das in der Hauptstadt der Fall ist. Jetzt sieht man hier zum Beispiel, packe ich mir jetzt einfach mal vier Stigmen ins Inventar und das kostet dann nicht 600 irgendwas, sondern nur noch 400. Da spart man also dann deutlich. Dann soll es das Ganze aber auch erstmal wieder gewesen sein. Wir hören uns beim nächsten Mal.